Servus Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Anno 2070 Kampagne. Ja, schöne Pause habe ich jetzt eingelegt, keine Ahnung warum, ist ja egal. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, ich glaube bei der... Oh, da habe ich was vergessen. Ups. Wir waren bei der... Beim Aufbau einer was? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, aber ich weiß auch nicht, was ich... Sekunde. Mal in Ruhe nochmal anfangen. Ich glaube, das ist besser für alle hier. Wir waren gerade dabei, die Bilanz hier wieder in den Griff zu bekommen, was sich ja, wie wir festgestellt haben, als relativ kompliziert herausstellt. Ich baue jetzt hier mal nur mal alibimäßig die hier nochmal aus, die Tech-Siedlung. Aber ich habe ja schon ein paar Tipps bekommen. Übrigens danke an die vielen Tipps, für die vielen Tipps und im Ganzen. Ich bin immer schlecht im Namen merken, deswegen verzeiht mir jetzt bitte. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, ist gut. Deswegen verzeiht mir, wenn ich euch jetzt nicht namentlich nenne. Denn ja, da bin ich immer ganz, ganz schlecht. Und bevor ich da einen vergesse oder so, sage ich lieber einmal Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben. Die kann ich wirklich sehr gut brauchen. So, was machen wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wir sind schon wieder mit minus 290 im Minus, das ist ja irgendwie klar. Was macht man die da eigentlich? Mit 40 Tonnen Bauzellen, was soll denn das? Naja, egal. Ich würde nämlich gerne hier mal eine Eco-Schiffwerft bauen, aber das geht ja nicht normalerweise, oder? Oder kann ich eine Eco-Schiffwerft bauen? Weil dann ersetze ich die hier nämlich mal. Ich weiß ja nicht, was ich da technisch gesehen brauche. Hier kann ich jedenfalls keine bauen. Aber auf der anderen Seite geht es doch bestimmt. Nö. Verdammt. Hier so, in die andere Richtung vielleicht. Hier wird es gehen. Machen wir es halt so. Weil dann kann ich nämlich für die Flugabwehr Hovercrafts fahren. Ich habe da schon einen kleinen Plan, wie ich das mache. Ich hoffe, der funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Und ich weiß, ich verschwende jetzt mein Gold hier. Aber das muss... Ästhetik muss sein. Da lege ich Wert drauf. Da kann mir auch keiner was einreden. So. Hovercrafts sind ja sehr gut gegen Flugzeuge, wie ich festgestellt habe. Oder wie ich durch Tipp bekommen habe. Danke sehr für den Tipp. Das wäre ich alleine wirklich nicht drauf gekommen. So. Kann ich da mal zwei... Ich bräuchte eigentlich vier Stück. Weil da möchte ich nämlich da oben, wo die immer rumkommen, einen Posten platzieren mit Flak-Unterstützung von hier. Weil die kommen ja immer hier irgendwie so rum, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss ich dann mal beobachten, wo die herkommen. Dann muss ich hier natürlich die Siedlung weiter ausbauen. Das, was allerdings nicht so einfach wird. Weil, ja, ihr seht es ja, ist nicht so viel Platz mehr. Und was fehlt denen jetzt eigentlich? Das ist momentan alles relativ akzeptabel erfüllt. Könnt ihr eigentlich aufsteigen dann? Aber die sind ja noch nicht alle voll. Schau jetzt mal, da können doch bestimmt wieder welche aufsteigen. Jetzt werden wir natürlich brutale Minus sein, ja, sage ich ja. Jetzt einfach mal schauen, wer so aufsteigen kann hier. Da sind... Ich gebe jetzt mal Gas, auch wenn ich auch den Tipp bekommen habe, dass das Vorspulen nicht so optimal ist. Muss es jetzt doch mal sein. Und wir haben Executives. Das wollte ich nämlich erreichen. Wo ist jetzt das erste Executives-Haus? Wenn man sich so umhört, geht es uns eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hoffe doch, dass es euch nicht schlecht geht. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wir keine Dinge mehr haben. Keine Rohstoffe irgendwann, aber das... Naja, gut, das ist jetzt das kleinste Problem, würde ich mal sagen. Das gleiche mache ich dann auch noch mit den Techs. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch so bleibt, um die Bilanz wieder ins Grüne zu bewegen. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass es reicht. An Rohstoffproduktion mangelt es uns ja nicht, Gott sei Dank. So, geht jetzt nichts mehr aufsteigen technisch hier. Ein schmuckes Häuschen, ein guter Job. Was will man mehr? Geht doch nichts mehr mit. Auch haben die keine Aufstiegsrechte mehr oder was? Doch. Ich gebe jetzt hier wie gesagt Gas. Ich muss es auch nicht immer erklären, finde ich.
Jetzt haben wir hier einen Haufen Executives, die unsere Bilanz schon ein bisschen in die Höhe treiben. So sage ich jetzt einfach mal. Neues Fahrzeug. Und jetzt glaube ich, sind es schon 3 Hovercrafts, die fertig sind, oder? Nö, 2. Ihr fahrt mal hier rüber, Jungs. Kann ich den Sammelpunkt nicht hier oben drüben setzen? Genau. Hier kann momentan keiner mehr aufsteigen. Was ist mit den Ingenieuren? Ach, viel was. Okay. Wenn unsere schöne Stadt dauernd im Fernsehen gezeigt wird. So. Angestellte können scheinbar nicht weiter aufsteigen. Executives müssen einziehen. Geht aber nicht, weil die auf gelb sind. Naja. Ist jetzt nicht so tragisch, wie ich finde. Hauptsache, sie sind mal da. Das Ganze kommt dann bei den Techs auch noch. Obwohl die ja dafür wahrscheinlich Gourmet-Menüs brauchen und Champagner. Was nicht so unbedingt toll ist. Das ist eine aufstrebende Stadt. Hier kann man noch was erreichen. Aber die können wir mal auf aufstiegsbereit setzen. Und die... Das ist die Bilanz. Ja, minus 1000 ist wunderbar. Tolle Bilanz. Aber ich glaube, hier steigen auch keine mehr auf, oder? Deshalb setze ich die jetzt wieder... So. So, Jungs. Dann die Ingenieure auch wieder. Und die hier sind eh so. Dann sind wir bei minus 230. Na wunderbar. Aber da fehlen ja die noch alle. So, würdet ihr bitte ein bisschen schneller aufsteigen, alle? Es geht doch mit dem Aufstieg. Ich hoffe nur, dass ich mich damit nicht übernehme oder so. Wäre äußerst schlecht. Dass ich da auch immer nicht dran denke, dass ich die aufsteigen lasse hier. Das ist ja eines der Grundelemente bei Anno. Ich mache das jetzt nur manuell mit dem Aufsteigen, weil es da teilweise immer ein bisschen schneller geht. Sonst würde ich das nicht manuell machen. Aber ich glaube, jetzt hat sich's erledigt mit dem Aufstieg. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Ingenieure hier einziehen. Bis wenn die voll sind, setze ich die Steuern auch wieder auf gelb. Aber ich kann ja derweil die hier und Tycoon-Angestellte. Ach ja, da sind sie ja. So. Und mal schauen, wann die Tycoon-Ingenieure alle eingezogen sind. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Was bitte? Techs. Was ist noch da neu dazugekommen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir Champagner, Gourmet-Minus, Atomkraft, okay. Ja, Atomkraft können wir eh schon lange. Und wir sind im Plus. Seid ihr voll in G's? Ja, danke sehr. Ab auf Gold. Und wir sind im Plus. Das wollte ich erreichen. Wie schaut's mit den Hovercrafts aus? 4 Stück. Jetzt, wenn ich nur wüsste, wo die Drohnen alle herkommen, wäre das... Oh, die Flak da bringt tatsächlich was. Da ist dieses Schiff. Ach, das deckt die Route hinten, dass wir es nicht mit Schiffen absichern können. Ach so. Das ist natürlich intelligent. Aber ich mache jetzt mal hier oben. Da war doch mal, da ist eine Flak. Da stelle ich jetzt auch die 4 Schiffe hin, dass die hier praktisch die ganzen Drohnen an die Flak ranpullen. Schaut's bei euch aus eigentlich? Ihr seid auch noch grün, weil ihr aufsteigen sollt. Tut ihr aber nicht. Ich komme. Fehlt da schon wieder eine Handelsroute, oder wie? Da fehlt eine Handelsroute, natürlich. Haben wir irgendein Schiff übrig? Hovercraft, lauter Hovercrafts. Da haben wir ein Frachtschiff übrig. Das kann das doch übernehmen. Und was fehlt denn dann noch zum Aufstieg? Ich möchte die Bilanz jetzt noch ein bisschen erhöhen und dann starte ich in die nächste Mission. Möchte ich eigentlich diese Aufnahme noch machen? Mal schauen, was daraus wird. Aber die Funktionsdrinkversorgung ist immer noch mangelhaft. Und hier fehlt das Öl, aber ist ja klar, wenn die Handelsroute nicht funktioniert. Macht Sinn, ne? So, ich erweitere jetzt hier mal die Siedlung noch. Ich habe hier eh schon übelst alles erweitert. Brauche ich doch gar nicht. Mann. Die Marktplätze sind alle voll ausgebaut. Wollte ich nur mal kurz nachschauen. Da kann ich nämlich noch eine zusätzliche... Ach, hier gibt's was Neues. 3D-Beamer. Aha. Cool. Achtung, Produktionsstillstand. Ozone-Maker-Station. Verbessert die Ökobilanz. Aha, braucht aber 120
Gold und 60 Energie ist mir zu teuer. Was ist das? Parlament Fundament. Ach, das ist ein Monument. Ach, cool. Gibt's hier auch wieder. Bin ich schon mal begeistert von. So, Funktionsdrinks bitte. Baue ich hier nochmal eine kleine Produktion aus. Zwei solchen und zwei so. Das war ja wieder klar. Irgendwie, ja. Kennt ihr ja. Mit dem Rohstoff haben, mit den Rohstoffen haben wir es ja hier immer. Aber ich glaube, diesmal ist es das Carbon, das fehlt. Wenn mich nicht alles täuscht. Klicke auch schon wieder dort, das sind frei irgendwo in der Gegend rum. Nee, nee, so nicht. So. Ja, ich weiß, dass du keine Wegfelder hast. Immer mit der Ruhe. Plus 252. Ach, das ist doch scheiße mit der Bilanz. Ja, weil denen schon wieder alles fehlt hier. Hm. Was fehlt denen eigentlich? Alles. Ja, war ja klar. Tee könnten wir mal auf... Also Tee müssten wir aufstocken und die Produktion läuft ja halbwegs. Tycoons. Ah, ne, ist eine Ecos. Tee-Produktion. Haben wir da noch irgendwo Platz? Da hinten ist doch noch Platz. Nochmal zwei neue Ballad platzieren, dann sollte das wenigstens ein bisschen lückenloser laufen hier. Oh mein Gott, sind die Straßen auf einmal hell. Die Sonne darauf scheint. Ja, da haben wir. So, und was bräuchten die jetzt für Gourmet-Menüs? Das Gourmet-Menü-Produktion haben wir ja hier, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder wird da irgendwas rüber transportiert? Ach, der Weizen wird zu uns rüber transportiert. Also ist die Produktion praktisch hier. Wird zu Nudeln? Haben wir den Teigwaren hier irgendwie im Überschuss? Ja, einen leichten Überschuss, aber nur ganz leicht. Und Weizen ja sowieso nicht, oder? Nee. Müssen wir da drüben die Weizenproduktion aufstocken. Dann könnten wir eventuell die Produktion hier optimieren. Natürlich haben wir da eh keine Ressourcen dafür. Naja. Ich kümmere mich jetzt hier mal um die Saatsiedlung, dass die aufsteigen kann. Was ja hoffentlich irgendwann mal funktioniert. Ich zweifle da noch so dran. So, da waren die Funktionsdrinks, genau. Da brauchen wir immer noch Carbon. Ach, das ist doch kacke. Was braucht jetzt eigentlich so eine Überwachungsstation schnell nochmal? Minus 40 und 25 Energie. Ich weiß nicht, ob sich die lohnt hier. Aber ich glaube schon. Sollte ja die Produktion um einiges noch steigern. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich das mit den Funktionsdrinks hier hinbekomme. Carbon, why you no produce? Ach, ich kann es mir denken. Da fehlt die Handelsroute. Aber die war doch gerade da, die Handelsroute. Hä? Ach so, da ist es unterwegs. Okay. Das fährt also erst. Ah ja, interessant. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Albatros wird angegriffen, bringt uns in sich an sich jetzt mal gar nichts. Oh, ja, die Flak macht das schon. Ich gebe jetzt nur mal Gas, dass die Handelsroute schnell wieder da ist. Müsste auf jeden Fall gleich wieder da sein. Dass hier die Carbonproduktion wieder anlaufen kann. So, hier kommt schon wieder ein Flugzeug angeschwirrt. Aber das macht ja die Flak da irgendwo hoffentlich. Wo steht die? Da. Nee, das ist außer Reichweite. Dann fahren wir doch mal zwei Hovercrafts hier hinten hin. Die sollten das hier auch relativ gut lösen können. Und die anderen zwei kommen hier hin. Dann ist die Seite der Insel schon mal verteidigt. Ich hoffe, die werden da mit den Drohnen fertig. Wäre schlecht, wenn nicht. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ach, das Schiff heißt Alter hier. Cool. Fahrzeug unter Beschuss. Ich hoffe, die Jungs werden da wirklich fertig mit. Aber ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Müssen wir nur mal aufpassen, dass wir keins verlieren.
Reparieren tun sich die ja leider nicht selber.